Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Software Inc. Freunde, wir steigen jetzt ins Marketing ein. Das heißt, wir werden mit Mitarbeiter einstellen, die im Bereich Marketing arbeiten. Dann kann ich das Zwergen-Core-Team absetzen. Ja? Ich werde wahrscheinlich auch selber den Zwerg ins Marketing stecken und werde diese zwei Räume verbinden zu einem Raum, damit hier mehr Leute arbeiten können. Ich will immer vier Leute auf jeden Fall für ein Team haben. Das ist unsere Hauptaufgabe. So, wir brauchen Vermarkter. Gehalt ist mittel erstmal, reicht mir. Wir lassen, hauen aber richtig Kohle wieder raus. Und die sollen jetzt ins M1-Team gehen. So, im M1-Team ist es eigentlich völlig wurscht, weil da haben wir noch niemanden für. So, hier geht es um die Vermarkterqualität und die wird nur so dargestellt. Das heißt, wir fangen mal ganz kurz mit der Elvira an. Die kommt zuerst rein und mit der Elvira und die Julie verstehen sich super. Machen wir hier nochmal und dann haben wir nochmal vielleicht hier nochmal der Emery Taylor. Der ist auch noch gut. Und dann wird es nur noch gut und da können wir die Elizabeth mitnehmen. Die kann das nämlich auch richtig gut. Und diese vier... Oh, jetzt haben wir vier, ne? Ah, Moment. Jetzt müsste ich wieder jemanden entlassen, ne? Ich will aber nicht. Machen wir so. Gibt's halt, wir sind da flexibel. So, auf jeden Fall gibt es jetzt für uns erstmal Folgendes. Wir bauen jetzt erstmal Licht an, da, weil das geht ja mal überhaupt nicht, dass hier die Leute nicht offenes Tor. Wir machen hier eine Lichtfront rein. Das geht natürlich jetzt auch nicht. Warte mal kurz. Ja, warum nicht? Hier machen wir ein breites Fenster unter. So, jetzt haben die nämlich richtig schön Licht. Ja, das ist cool. Okay, und dann kriegen die natürlich auch noch ein bisschen mehr Deko rein, weil irgendwas wie Pflanzen wäre schon irgendwie schön, fände ich. Das ist Umgebung, macht die Fähigkeit, erhöht das ein bisschen. Komm, dann kriegt ihr hier mal so einen Schnieken. Mal kurz, ich muss mal ganz kurz die Wände anzeigen lassen. Drück immer falsch. Ja, das passt nämlich nicht, sonst kommen die hier nicht rein. So ist es besser. Eine Uhr kriegen sie noch an die Wand geklatscht, damit sie wissen, wie spät es ist. Und für die ist ein... Warte mal kurz. Das kommt mal weg. Für unsere Vermarkter ist natürlich sowas wie ein Telefon essentiell. Ich nehme an, die werden sowas brauchen eher. So, unsere Vermarkter mit dem Telefon sind die, glaube ich, einfach besser unterwegs. Gut. Das werden die brauchen. Da sind die beschäftigt. Und das ist, glaube ich, auch ganz cool soweit. So, machen wir das mal so. Oh, jetzt habe ich hier nochmal... Hier haben wir auch noch eins. Da muss auch noch ein bisschen Telefon hin. Weil wir entwickeln wir nämlich jetzt gleich mal so das nächste große zwergische Ding. Ja. So, pass auf. Können wir das jetzt ganz runter, ja. Wobei, die Türen lasse ich mir da tatsächlich gerne sogar noch einblenden. Und die Fenster, dann sehe ich hier ein bisschen mehr. So, meine Lieben der Liebenden. Wir werden jetzt das Folgende machen. Wir werden dieses von Core-Team wegnehmen und auf Marketing umswitchen. Das macht jetzt das Marketing-Team. Die sind dafür spezialisiert. So. Die Portierung übernehmen die Development-Teams. Ne, die Künstler. Die Künstler? Die machen das nicht. Das machen die Core-Teams. Genau, und ich mit Tops. Okay. So, Tops hat jetzt eine andere Aufgabe. Tops wird jetzt auf einen Lehrgang geschickt werden. Das ist Tops, oder? Ne, das bin ich. Ich kann auch mal auf Lehrgang gehen. Was kann ich denn überhaupt? Ich kann alles ein bisschen, ne? Ich kann nun kein 3D. Dann mache ich mal bei Quote 3D. Warte mal. Quatsch. Ja, 3D ist okay. Machen wir das mal so. Sag mal, es müssten doch eigentlich jetzt wahnsinnig viele Menschen kommen. Hier fehlt mir irgendwie gerade das halbe Team. Was ist denn... Wo sind denn unsere ganzen Mitarbeiter? August. Es ist gerade Juni. Unsere Menschen nicht. Zustand.
Im Unterricht zu Hause, okay. So, pass auf. Die machen jetzt hier den. Machen folgendes. Ihr sollt. Automatische Zuweisung, genau. So, jetzt gucken wir mal. Also die Portierung läuft auf jeden Fall jetzt gerade ganz gut voran. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt regnet es. So, jetzt gucken wir mal. Es kommt aber auch kein Nachtteam an. Ja, wieder einen neuen Auftrag. Marketing. Angebot Typ Marketing. Spiel pro Tag. Budget pro Tag. Läuft ab. Entwicklung. Nee, das lassen wir mal laufen. Eigentlich dürfte sich unsere Putzdame jetzt gar nicht mal so wirklich... oh, da ist die Nachtschicht ist da. Jetzt geht's rund, die Nachtschicht haut halt hier, schaut mal, die Fehler in der Warteliste, die hauen die halt richtig durch, ne? Die knallen diese Fehler aus dem System raus. Das ist unsagbar gut anzuschauen. Das ist richtig, richtig gut. So, jetzt haben wir alle akzeptieren. Ja, jeder von uns kriegt hier seine Kohle in die Hand. So, es ist jetzt aktuell 7 Uhr. Wir haben immer noch ganz, ganz viel auf Lager. Und jetzt sollte eigentlich mal unser ganzes neues Team kommen. Da sind sie, unsere ganzen Marketing-Leute sind da. Und jetzt hauen wir hier, ihr seht das schon, alter Schwede, wir hauen hier jetzt gerade richtig Kohle auf den Markt. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an, meine Lieben. Hier wird gerade Marketing auf dem höchsten Niveau betrieben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Profit jetzt dann hier, durch diese Werbung, die wir hier haben, dass das richtig nach oben geht. Und wenn wir dann die Port... Wenn das dann richtig mega heftig bekannt ist... was ist hier? Du fühlst dich nicht wohl? Was ist mit dir? So, sozial ist nicht so seins. Ja, wir müssten auch mal einen richtigen Aufenthaltsraum machen. Das, was wir hier haben, das ist eigentlich ja nur voll das Rumgepfusche. Das müssen wir dann... Da werde ich, habe ich schon was mir in der Überlegung, dann werden wir den Raum vergrößern. Da kommen nochmal zwei, da kommen dann Trennwände rein in der Mitte. Ja, und dann kommen hier dann nochmal Programmierer 4 Stück hin. Dann kriegt jeder hinter sich so ein bisschen, wird ein bisschen eingebaut in eine Box oder sowas. Dann können da mehr Leute arbeiten. Dann können wir den ganzen Raum auch mal vielleicht kopieren auf neuen, auf dem, ja, wie auch immer. Und der Bereich hier, der wird dann vielleicht mal Aufzug oder sowas werden. Aber dann nehmen wir die Wände auf jeden Fall raus. So. Marketing ist immer noch spärlich. Wie gesagt, es ist ja jetzt nachts. Das Gute ist, es bringt uns jetzt ganz gut was, dass wir die ganzen Fehler rausklopfen. Wir haben 31.000 Nutzer aktuell auf diesem Ding. Jemand hat sich krank gemeldet, leider. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, wer es ist, aber ich hoffe auf gute Besserung an der Stelle. So, Marketing, wie gesagt, läuft wie verrückt. Da hauen wir die Werbetrommel aber richtig hardcore an. So, mal ganz kurz gucken. Ja, es verkauft sich immer noch weiter. Ja, mal gucken. Da ist schon wieder im Arbeitsumfeld, oder was? Jetzt fragen wir mal auf dem Klo, was ihn stört. Lärm ist ein bisschen, okay. Müssen wir dann auch nochmal anschauen. Wie ist denn das so mit dem Lärm? Boah, krass, oder? Der Server ist laut wie blöd. Der Server ist richtig laut. Den hörst du überall, hörst du in unserem Gebäude. Egal, wo wer arbeitet, er hört immer irgendwo den Server. Alter Spiel, okay. Ja, selbst im Eingangsbereich hörst du, dass der Server da bullert. Hier ist gerade sehr still. Hier ist ein bisschen lauter. Hier ist leiser. Das sind die Klimaanlagen, die man hört. Das müssen wir mal irgendwann ändern. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, wir kommen den Fehlern langsam hinterher. Je mehr Leute da sind, desto besser geht das. Unser Team ist allerdings nicht vollends ausgebildet. Das heißt, auch hier werden wir einfach Probleme kriegen. Sind die da auch mit dabei? Ja, die sind da auch mit dabei, ne? Pass auf, dann nehme ich jetzt mal den P1 da raus. Ja, und hier könnte ich... Mal kurz... Nein, Support sollen P1 und P2 machen. Und die Portierung macht P1 und P2 nicht. Die kümmern sich jetzt wirklich rein um die Fehlerbehebung, weil ansonsten werden wir wahnsinnig. Das klappt sonst nicht, meine Lieben. So, unser Marketing geht immer noch ganz gut. Wir bestellen mal nochmal 50.000 Kopien. Ja, hauen wir mal durch. Damit wir einfach 100.000 auf Lager haben.
Wir haben mittlerweile 2 Millionen auf der Hand, aber wir dürfen natürlich jetzt nicht aufhören. Wir brauchen demnächst unser Design-Team, wenn die in einem halben Jahr wiederkommen, und dann legen wir da los. Wenn wir loslegen, brauchen wir allerdings noch was anderes und das bauen wir jetzt auf. Und zwar werden wir jetzt in die Druckerei gehen. Das heißt, wir werden jetzt anfangen, unser eigenes kleines Produktionsimperium aufzubauen. Das bedeutet, wir werden drucken, meine Lieben. Das ist jetzt ganz wichtig. Die stehen aber nicht bei Servern drin, sondern bei Utility. Die brauchen aber Tische. Und dann kommt auf diese Tische kommt eben ein Drucker drauf. So, das ist jetzt eine Druckeinheit. So, ich baue jetzt bewusst ein paar mehr. Und dann gucken wir mal, wie wir damit hinkommen. Das Ding hier erzeugt uns jetzt was? Jetzt warte mal kurz, hier muss auf jeden Fall noch Lampen rein. Nicht, dass noch jemand stürzt. Die sind auch mega laut. Gut. Zweimal Licht. Mal schauen. So, jetzt brauchen wir nämlich keine weiteren Druckerzeugnisse mehr bestellen, sondern wir sagen Druck starten. Wir schaffen es, 126 Boxen pro Monat rauszuhauen. Das heißt, wir können hier eine Druckkapazität erzeugen von 126.000 Kopien im Monat. Und wir werden sagen, Limit, geben Sie an, wie viele Kopien Sie drucken wollen, bevor der Drucker automatisch abbricht. Okay, und wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt immer, sagen wir mal, 20.000, oder nein, anders, machen wir wollen immer 10.000 davon lagern. Das heißt, immer 10.000 sollen hier quasi drauf sein. Dann wollen wir mal gucken, produzieren die Dinger? Ich weiß es ja nicht. Wahrscheinlich jetzt nicht, weil wir haben ja quasi relativ... Doch, die haben produziert. Wird aktuell benutzt von niemand. Einmal 10.000. Okay, also es ist jetzt 10.000 mal Z-Büro 1 auf Lager. Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz den Druck starten. Zwergsoft Z-Büro 1. Maximum 10.000. So. Das heißt, Ziel ist 10.000, Maximum ist auch 10.000. Richtig? Falsch? Ich hoffe. So, das heißt, sie sollten jetzt nicht mehr weiter produzieren. Was ich allerdings mache, ich hole mir jetzt erstmal einen Kurier. Der soll das mal abholen. Okay. Der kommt jetzt und holt normalerweise dieses Zeug, was hier ist, sollte der abholen. Da kommt er, hat's abgeholt und wartet jetzt. Nee, er fährt schon weg damit. Okay. So, das ist jetzt unser eigener Parkplatz. Wir müssten aber demnächst mal uns etwas erweitern. Machen wir auch. Oh, jetzt habe ich auch aufgehört. So, bin ich rausgetappt versehentlich. So, jetzt machen wir weiter. Dieses Grundstück kostet uns auch ein bisschen. Kaufen wir auch. Und dann machen wir hier Folgendes. Ich möchte jetzt hier auch wieder die Parkplätze, mindestens nochmal zwei Parkplätze bauen. Wir haben zu wenige. So, wie gesagt, der ganze Raum hier, sobald wir das hier alles gekauft haben, mache ich das komplett weg und dann bauen wir unser neues Imperium hier auf. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen gucken, dass wir langsam, also unser Marketing läuft, das klappt schon, das ist gut, wir verkaufen auch gerade richtig gut Zeug. Wir müssen natürlich schauen, dass wir jetzt, bauen wir hier auch nochmal ein bisschen, wir müssen allgemein ein bisschen attraktiver hier werden, also es schaut ja aus wie Kraut und Rüben, weißt du? Also hier kommt jetzt erstmal, hier kommen jetzt erstmal ein paar Pflänzchen her, dann kommt hier Wartezimmer, na, damit wenn jemand kommt, dann kriegt der auch mal ein Getränk vielleicht, ah, das ist natürlich nichts. So, hier gibt es auch einen Wasserspender, kann jeder sich mal ein kühles Nass holen. Und dann machen wir hier so eine Stehlampe noch mitten rein. Geht dann auch nicht mehr, okay. Und dann machen wir Folgendes. Dann gibt es jetzt hier eine Glasfassade. Nicht an den Toiletten, ich weiß es. So, geht das dahin? Nein, das geht auch nicht hin. So,
So. Und dann machen wir hier eine komplette Glasfassade her. So, im Übrigen, hier oben, der Raum ist ja unbekannt bisher. Was da reinkommt, weiß ja keiner noch. Wird auf jeden Fall auch verglast. Und ich will jetzt einmal wirklich gucken, dass wir mehr mit Glas arbeiten. Na, damit unsere Leute auch mal ein bisschen mehr nach draußen schauen können, damit es da heller ist, damit es schöner und freundlicher ist. Ja, also je mehr Glas wir hier verwenden, desto glücklicher ist dieser Zwerg. Und natürlich ziehen wir das so weitestgehend auch durch. So, die dürfen sich jetzt doch angucken. Was habt ihr jetzt für ein Problem? Nicht genug Kühlung. Ach, die wollen jetzt wieder Klima haben. Das ist echt so ein Nerv. Habe ich die Klima jetzt abgerissen? Da kommt noch ein bisschen. Reicht immer noch nicht. Ach, Wahnsinn, ey. Warte mal kurz, das müssen wir natürlich ändern. Also Klima ist wichtig. Wenn unsere Leute hier wie Brathähnchen drin hocken, dann ist das natürlich auch keine Erfüllung. Und Heizleistung fehlt ihnen jetzt auch noch. So, aber jetzt ist gut. Okay. Na, jetzt haben wir hier nämlich auch ein bisschen mehr. Dann haben wir hier, sehen wir hier die Glasfassaden. Wo wir leider nicht reingucken, echt. Was ist das für Spiegel? Mal kurz. Doch, jetzt können wir reinschauen. Das ist ja doof. Okay, sei es drum. Machen wir die auch nochmal weg, weil sonst sehen wir hier wirklich nichts. Okay, meine Lieben. Die Portierung läuft weiter, da übernimmt der Zwerg sich fast komplett damit. Die Marketingabteilung, die arbeitet auch. Auch da würde ich mir vielleicht vorstellen können, eine Tag- und eine Nachtschicht einzurichten, damit das Marketing durchläuft. Das Core-Team ist eigentlich ja nichts anderes als ein Team, das sich für was anderes vorbereite. Da ist immer, also das Core-Team wird irgendwann aus, ich sag jetzt mal, 4, vielleicht 5 Leuten bestehen. Und die sollen etwas ganz Besonderes tun. Die werden in bestimmten Bereichen, wird das Core-Team, deswegen dürfen die alles machen, sozusagen eine besondere Aufgabe kriegen. Ich sag's noch nicht genau, was es wird, weil sonst ist es langweilig, wenn ihr schon alles wisst. Aber die werde ich für was Besonderes mir heranziehen. So. Okay. Hier geht es langsam auch los. Also wie gesagt, wir haben jetzt schon ein relativ großes Grundareal gekauft. Auch da könnten wir uns dann hier nochmal überlegen, ob wir hier nicht nochmal rausgehen. Beziehungsweise wir haben ja hier eigentlich nochmal einen Bereich. Ich baue das jetzt hier ein bisschen weiter. Aber das ist natürlich nicht das, was es mal wird. Willst du mich veräppeln? Jetzt nicht, ich dürfte nicht mehr weiterbauen, oder was? Wände müssen 10 Einheiten, 1,0 Einheiten auseinander sein. Ja, jetzt geht's. Na gut. So, du. Und du. Verbinden. Dann Stil anwenden. Zwergboden. So, dann haben wir jetzt den Bereich. Ja, von dem aus werden wir nämlich hier weiter dann bauen und dann die nächsten Flügel anbauen. Das wird später mal alles viel größer und viel hübscher sein, aber bis es soweit ist, werde ich trotzdem 2 Etagen drauf bauen.
Ich will gerne meine Teams verteilen. Das heißt, ich will auch gerne gucken, dass wir hier ein zentrales Treppenhaus dann mal einbauen. Und ich hätte gerne, dass wir irgendwo hier oberhalb von diesem Teil würde ich gerne eine Cafeteria aufbauen, von der aus dann unsere Leute mal, damit dieser Schlons wegkommt. Ja. Das machen wir dann irgendwann in den nächsten, übernächsten Folgen. Und bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zugucken. Unsere Firma ist mittlerweile doch dann ganz schön ordentlich auch gewachsen. Also es gefällt mir optisch sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Ich kann das ja jetzt noch nicht wissen, weil es ist noch nicht rausgekommen. Aber mal gucken. Bis dahin sage ich danke fürs Zugucken. Habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Ciao.